Kalle, Baby, du schon. Mich hat's ganz altneu, ganz altmodig, wirklich enorm furchtbar gefreut. Ich danke Ihnen. Hat alles so toll angefangen, als ich vor 2 Monaten Helmut kennengelernt habe. 4 Wochen voller Glück und Sonne. Er war braun geworden, groß, stark und witzig. Aber seitdem wir wieder hier sind und zusammen wohnen, geht er mir so auf den Geist mit seinen dämlichen Sprüchen und seiner idiotischen Ziegenlache. Und was das Schlimmste ist, er ist überhaupt nicht mehr braun. Langsam rechts, rechts, jawohl, gut. Rechts, rechts, geradeaus. Und stopp, stopp. Sag mal, was gibt das hier eigentlich, wenn es fertig ist? Ein Leichenschauhaus oder ganz was? Im Gegenteil, Lebenshilfe. Das hier ist die erste alternative Kisten- und Singleberatung. Die Psychobranche ist doch der Aufsteiger des Jahrzehnts. Die Vereinigung von Nächstenliebe und Reibach. Und meine Werbekampagne läuft schon auf vollen Touren. Hast du Liebesleid und Weh? Kalle hat für dich einen Dreh. Oder hast du mit der alten Knatsch? Auf zu Kalles Psychotratsch. Und jetzt, mein Bester. Das haut doch rein, Mann. Und ich sage dir, die zerknüllten Seelen, die werden mir sowas von die Tür einrennen. Naja. Nicht? Na, ich würde auf jeden Fall noch keine neue Tür bestellen. Genau. Genauso dämlich lacht er immer, wenn er einen von seinen blöden Sprüchen gemacht hat. Ist das schon alles, was dich an dem nervt, Iris? Du sollst mal eine Woche mit dem da leben. Ach, Molly, das blöde Lachen ist ja nur das kleinste Übel. Aber andauernd muss er mich bevormunden. Egal, was ich sage oder tue, er weiß immer alles besser. Zum Beispiel, als wir vom Gomera zurückgekommen sind und ich unbedingt wollte, dass er zu mir zieht, da hat er gesagt, wir sollen das besser nicht machen. Das wäre der Anfang vom Ende. Und dass wir uns nach 2 Monaten unheimlich auf den Senkel gehen. Wie lange ist das jetzt her? 2 Monate. Wieso? Ach so. Ja, aber so ist er immer, verstehst du? Hey, und wie findest du den? Bist du immer noch ein Single? Auf zu Kalle an die Klingel. Was hast du denn da eigentlich für ein Skelett mitgebracht? Was im Bausatz billiger? Ich hätte auch lieber ein komplettes gehabt. Aber dann hättest du was Frisches nehmen müssen. Und das ist immer so viel Fleisch drin. Und wenn du schon mal 1,5 Meter tief gegraben hast, dann nimmst du, was kommt. Oh Mann, mein erster Klient, der ist noch viel zu früh. Und hier ist noch überhaupt nichts fertig. Boris, hau rein. Und zieh den Fummel an. Aber weißt du, was ich nicht verstehe, Iris? Warum schießt du diesen Helmut nicht einfach ab, wenn er dich so nervt? Das geht doch nicht. Der kann doch ohne mich nicht mehr leben. Und außerdem faselt er dauernd von Selbstmord. Mindestens 5 Mal hat er mir erzählt, wie sich ein Freund von ihm umgebracht hat, weil ihm die Freundin abgehauen hat. Stell dir vor, räumt er einfach die Gefriertruhe auf, setzt sich rein und macht den Deckel zu. Was soll ich da nur machen? Leg doch schon mal einen dicken Pullover rein. Das nützt doch auch nichts. So wie ich den kenne, zieht er ihn doch nicht an. Ja, grüß Gott. Mach ich, wenn ich ihn treffe. Ja, ich bin Kalle. Macht nichts,
Die Tür, es zieht. Macht auch nichts. Dreh die doch um. Dann drückt's. Moment mal, ja? Du wirst dann aufgerufen. Gut. Ich wollte ja schon mal Schluss machen. Aber dann hat er sich gleich die Treppe runtergestürzt. Und? Was ist ihm passiert? Die Treppe hatte nur zwei Stufen. Männer. Boris, du bist ja immer noch nicht fertig. Ja, ja. Gott hat dafür auch einen ganzen Tag gebraucht. Molly, mein erster Klient ist draußen im Wartezimmer. Kümmere dich etwas um den. Aber sei freundlich, der hat nämlich Probleme. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ja, wunderbar. Ich habe jeden Tag mit so einem zu tun. Und du hast auch Probleme? Ja, und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Tja, so hilfreich das Gespräch zwischen Freundinnen auch sein kann. Es gibt aber immer wieder Situationen im Leben, da reicht es nicht aus. Da muss der Fachmann her. Du meinst, ich soll zu so einem Seenklemper gehen? Na, also ich bin doch nicht bescheuert. Na, das brauchst du auch nicht. Ich bin die psychologische Alternative, einer der besten Problemkistenberater überhaupt. Du meinst, du weißt, wie ich ihn losbringe, ohne dass er sich umbringt? Aber sicher doch. Na los, Mann, dann erzähl mal. Nun mal langsam, ganz so schnell geht's auch wieder nicht. Aber ich kann dir versprechen, 10 Sitzungen bei mir und du hast ein ganz anderes Verhältnis zum Selbstmord. Ich meine natürlich zum Selbstmord von anderen. Naja, ich meine, schaden kann's ja nicht. Also ich mach mich jetzt nur noch ein bisschen zurecht und dann komme ich zu dir auf die Couch. So, und jetzt hören wir mal mit dem blöden Lachen auf. Der Herr Doktor kommt rein. Und der hat überhaupt keinen Sinn für Humor. Lass dir Zeit. Du wirst dann aufgerufen, ja? So, junger Freund, wie geht's uns denn? Schlecht. Das ist gut. Boris? Danke. Familienkonflikte? Stehen Sie unter dem Beschuss Ihrer Eltern? Oder fühlen Sie sich ständig eingewickelt und reingelegt? Dann fragen Sie Dr. Winter! Liebe Freunde der Wissenschaft, guten Morgen! Guten Morgen! Täglich werde ich mit zahlreichen Briefen über... In denen mich junge Menschen, die sich in schweren seelischen Nöten befinden, um Rat befragen. So schreibt Markus Fondo aus Gelbling: Lieber Dr. Winter, die Tage werden schon wieder kürzer. Und neulich im Januar war es genau umgekehrt. Muss man sich denn von der Regierung alles gefallen lassen? Und Andrea Schnafu aus Urtenfurt fragt mich: Lieber Dr. Winter, Heino, mein Dackel, mag keine Briefträger mehr beißen und ich irgendwie auch nicht. Meinen Sie, ist das ansteckend? Und Marineadmiral Hugo von Schürzengrund will wissen: Lieber Dr. Winter, wo zum Teufel ist Backbord? Oben oder unten? Oder gar in Indien? Soweit für heute meine Antworten auf Fragen aus dem Hörerkreis. Was aber haben wir aus diesen Zuschriften gelernt? Sie alle haben eins gemeinsam: aus ihnen spricht eine tiefe seelische Not. Der Schrei nach Anerkennung und Verständnis. Die Suche nach einer Partnerschaft. Die verzweifelte Jagd nach Ruhm und Erfolg. Das Bedürfnis nach Geborgenheit und menschlicher Wärme. Mein Sohn, ich bin ja so stolz auf dich. Du bist jetzt im Fernsehen. Mutter, ich habe dir 1000-mal gesagt, störe mich nicht bei der Arbeit. Und das bringt uns nun zu unserem heutigen Thema. Wie finde ich den richtigen Partner? Oder besser gesagt, wie findet ihr?
den richtigen Partner. Jeder Mensch sendet mit seinem Körper ständig Signale aus, auch wenn ihm das selber gar nicht bewusst ist. Feine Bewegungen. Bestimmte Körperhaltungen, mit denen er völlig unbewusst natürlich ständig Botschaften an seine Umwelt sendet. Oder sein geheimes, verborgenes Innenleben widerspiegelt. Wie zum Beispiel Abwehr, Angst, Freude, Leidenschaft, Verzweiflung oder Wut. Mein Sohn, ich bin ja so stolz auf dich. Nehmen wir an, wir wollen diese Versuchsperson auf ihre Eignung als potenzielle Partnerin hin überprüfen. Oder, wie der Laie sagen würde, anmachen. Unbeweglich sitzt sie da. Für den Laien eine Sphinx. Ein Rätsel. Eine Bedrohung. Ein Buch mit 7 Siegeln. Der Fachmann jedoch versteht die Sprache des Körpers und kann klar daran ablesen, ob sie will oder nicht. Warte auf mich in der Garderobe, mein Däubchen. Und nun noch ein anderes Beispiel. Hier, unsere Versuchsperson Nummer 2. Abermals völlig bewegungslos. Wiederum völlig rätselhaft. Aber die Handflächen. Beachten Sie die winzig geöffneten Handflächen auf den Knien. Sie zeigen die klare Bereitschaft an, zuzupacken und die Dinge fest in die Hand zu nehmen. Schön sanft sein. Mein Sohn, du bist jetzt ein Mann. Mami? Und das nächste Mal in unserer Aufklärungsreihe fragen Sie Dr. Winter... Schnarchen. Die Ursache für Ekel und Abscheu, die Geißel der Menschheit, der Ruin jeder nächtlichen Partnerschaft. Riemann, vorbeugen! Sie faszinieren, Dr. Winter. Verhütet! Ich auch, Schwester Christa. Und Riemann es heilt! Mode 86-87, damit Sie heute schon wissen, was morgen in ist. Die Kollektion High School Kids, klassische Schulmode im besten englischen Campus-Stil. Duffelcoats und Kabanenjacken mit speziellen Emblemen geben diesem Styling die klassisch-elitäre Note. Hast du gehört? Schulmode soll das sein. Das? Kannst du höchstens im Religionsunterricht anziehen, sowas. Die typischen Farben Indigo, Club, Kobalt mit Staub, Polar und Pfefferminz. Mein Gott, das hatten wir alles schon letzte Saison. Siehste? Ich sag's doch. Adel ist wieder in. Und der Butler ist auch schon da. Baumwollstoffe mit rustikalen Mustern gehalten ganz im neuen Romantiktrend. Die Mädchen von heute präsentieren sich wieder erfrischend, anmutig, feminin. Der ist auch nicht gerade auf dem neuesten Stand, der Typ. Allerdings. Bei den Kleidchen muss ich immer an Dornröschen denken. Die Farben Chianti, Khaki, Zinn mit Curaçao, Anis und Silberweiß. Curaçao? Das ist wohl die Farbe der Saison, wa? Also als Cocktail wäre mir lieber. Galaxy, futuristische Outfits, ganz im Stil von Science Fiction und Fantasy mit avantgardistischem Touch. Wie heißt diese Kollektion? Galaxy. Das so kurz nach Challenger. Einfach geschmacklos. Aber sieht spitze aus. Findest du? Ach, hätte ich bloß Weihnachten das Lametta aufgehoben. Ja, das ist endlich mal Design.
kriegst du doch in jedem ordinären Kauf auch sowas. Trotzdem, es hat wenigstens Stil. Guck mal, da fehlt noch der Gamsbart. Abends ist aber auch gar nichts dabei diesmal. Ja, meinst du, ich laufe tagsüber in so einem Zeug rum? Mode 8687 gibt auch Ihnen die unverwechselbar individuelle Note. War das eine Familiengruft? Hey, da fällt mir ein guter Witz ein. Kommt ein Mann zum Psychiater und sagt, Herr Doktor, ich habe ein Problem. Ja, ja. Alle ignorieren mich. Na, sagt der Psychiater, der Nächste bitte. Ja, wunderbar, wunderbar. Aber jetzt leg ich erst mal und entspanne dich ganz ruhig. Ja, gut. So, jetzt lass uns doch mal anfangen. So, was mache ich jetzt? Mein nächster Klient wartet schon. Was fehlt uns denn? So ein etwas größerer Knochen zum Abstützen. Angefangen hat das Ganze vor 2 Monaten auf Gomorra. Meine Mutter hat ja gleich gesagt, Helmut hat sie gesagt, ich würde ja nicht auf eine Insel fahren, die so heißt. Und da habe ich sie kennengelernt. Sie war ein richtiges Sonnenkind. Sorgenlos. Braun gebrannt. Und so natürlich. Aber dann sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen. Und sie wollte unbedingt mit mir zusammenziehen. Was ist denn das? Ein Flugsaurier? Wieso? Liegen die auch im Südwestfriedhof? Dass sie eine richtige Schminkmanie hat. Vor allen Dingen mit dem Lippenstift. Alle 10 Sekunden muss die ihre Lippen nachmalen. Und wenn ich eins nicht vertragen kann, dann ist das klebriger Lippenstift. Bei jedem Kuss hast du das Gefühl, du knutscht ein frisch gestrichenes Treppengeländer. Und hinterher siehst du aus, als hättest du einem Ferkel die Kehle durchgebissen. Molly! Ja? Guck mal! Ist der Lippenstift gut so? Ja, das hat so was Italienisches. Echt? Ah. Dolce Vita? Firenze? Roma? Nee, eher Spaghetti Bolognese. Und nachher keine Serviette gefunden. Wirklich, Molly? Dabei habe ich von Anfang an gewusst, dass das so kommen wird. Selbst über meine Witze lacht sie nicht mehr. Ach, da fällt mir ein guter ein. Boris, kannst du den hier noch irgendwie gebrauchen? Oh ja, genau den suche ich doch schon die ganze Zeit. Und ich muss mich immer um alles kümmern. Sie tut überhaupt nichts selbst. Was willst du hier? Was ich hier will? Du bist gut. Ich brauche einen Rat. Rat? Das kannst du haben. Ey, Molly, misch dich nicht immer in alles ein. Ich bin hier der Therapeut. Ach, Mensch, alle nun, halt doch mal den Rand an, Mann. Sag mal, warum setzt du die Tussi nicht auf die Transferliste? Das geht ja nicht. Die kann ohne mich nicht mehr leben. Die ist doch so unselbstständig, die verläuft sich doch in der Telefonzelle. Und außerdem... Was? Wird die sich sofort umbringen. Oh. Die hat schon einen Selbstmordversuch gemacht. Lippenstift. Vergiftung. Was? Lippenstiftintoxikation. Ja, genau. Ich hab gesagt, ich will weg, ich hau ab. Da hat die sofort ihren Lippenstift genommen, verschluckt, um sich damit zu vergiften. Damit kann man sich vergiften? Ja. Iris! Iris, hör auf damit! Das ist giftig! Was ist giftig? Ja, das da! Damit kann man sich umbringen! Wer hat dir denn den Quatsch erzählt? Das ist kein Quatsch! Der Typ, der gerade beim Kalle auf der Couch liegt, der hat eine total beratschte Freundin. Und als er ihr gesagt hat, dass er mit ihr Schluss machen will, da hat die angefangen, ihre ganzen Lippenstifte aufzufressen, um sich damit umzubringen! Du, sag mal, was ist denn das für ein Typ? Hat der etwa eine Lache wie eine Ziege? Ja, genau wie eine Ziege! Hä? Nee, eher wie ein Schaf. Mäh, hä, oh, oh, oder wie eine Schildkröte. So was ist denn? Außerdem stimmt das gar nicht. Ich steck in den Tiger. Hast du mal ein Messer? Ja.
Küche. Ich mach ihm Kaffee. Halt! Bevor ich dich in das Behandlungszimmer lassen kann, muss ich dich bitten, diesen Patientenpersonalbogen auszufüllen. Und vergiss bitte die Passfotos nicht. Scheiß Bürokratie. Ich nehme an, kann das sein, dass der Heiner Geißler seine Reden in Hongkong anfertigen lässt. Weil die kommen mir so preiswert vor. Ein Sonntagmorgen im Bergischen Land. Ein bergisches Tal, ein bergischer Bach, ein bergischer Mensch. Ah, ich weiß schon. Es gibt eine Angelroute. Route ja, aber Angeln nein. Was gibt das denn? Sie können mal raten. Route. Eine uralte Route, die man schon vor tausenden von Jahren verwendet hat, zum Wassersuchen. Es muss ein elastisches Holz sein und frisch geschnitten. Mhm. Sonst geht es nicht, sonst bricht es. Und wie geht das jetzt vor sich? Ja, ich halte die Rute auf Spannung und kann da natürlich alles Mögliche finden. Zum Beispiel Erz, zum Beispiel ein altes Dorf unter der Erde, die Fundamente. Oder eine Höhle, ein Bergwerk, einen Schatz vielleicht sogar. Was? Das hört sich. Ja. Kann ich Ihnen beweisen? Das glaube ich Ihnen. Ja, den Versuch können wir machen, was ich drauf ankomme. Sie sind bereit, sich von uns testen zu lassen? Ja, gerne, warum nicht? Ja, dann los. Unter dieser Lichtung verbirgt sich eine Höhle. Unser Routengänger weiß davon nichts. Wird die Route ausschlagen? Wird er die Höhle finden? Hier haben wir schon was. Auf Anhieb gelingt die erste grobe Ortung. Und diese Winkelrouten sollen ihn nun zum Eingang der Höhle führen. Genau in diese Richtung muss der Ausgang sein, diese Höhle. So, Herr Weifold, hier beginnt der zweite Test. Wir haben im Bereich der nächsten 10 Meter für Sie hier was vergraben. Inzwischen habe ich gelernt, dass man so Winkelroutengänge Muten nennt. Also seien Sie guten Mutes und gehen Sie los. Wollen wir es versuchen? Ja, hier vermute ich etwas. Um festzustellen, was es ist, zumindest ist es ein erzhaltiges Stück oder irgendwelches Metall. Ich müsste das aber genau wissen. Deswegen brauche ich die andere Route. Die zeigt mir jetzt, ob ich hier richtig liege. Es kann sich also um Edelmetall handeln, Gold, Silber oder eventuell auch Kupfer. Diese drei Metalle haben die gleiche Strahlungsfrequenz. Lassen Sie mich mal nachsehen. Die beiden Tests haben Sie bestanden. Sie haben gefunden, was wir versteckt haben, und Sie haben sogar noch herausgefunden, was es war. Können Sie uns erklären, wie dieses Geheimnis funktioniert, oder ist das gar kein Geheimnis? Es ist kein Geheimnis. Es ist eine Strahlung, die mit der Route aufgenommen wird, und man kann also alles damit messen, was strahlt quasi. Diese Route aus Kunststoff dient der Grobmessung und hat verschiedene Grifflängen. Das heißt, diese Markierungen sind die Frequenzen der einzelnen Strahlungen. Vorn beginnt es mit dem Erz oder dem Metall, dem Boden, dann kommen zwei kosmische Gitter, dann kommt das Wasser als Schwerpunkt, zum Beispiel für einen Brunnen zu bohren, dann kommt eine Verwerfungsmarkierung, damit finde ich zum Beispiel unter der Erde verborgene alte Gemäuer, dann kommt das Wasser, die Wasserader, und zum Schluss kommt der Hohlraum, Grotte oder Höhle. Diese Markierung habe ich jetzt als Grifflänge zuletzt benutzt. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie werden auch manchmal in Wohnungen gefunden. Oh. Ja, wenn Leute sich nicht wohlfühlen,
dann stelle ich meistens fest, dass die auf der Wasserrabe schlafen. Da gibt es nur eine Maßnahme, die Betten verstellen. Ja, und was bedeutet das? Führt das zu Krankheiten? Oder? Das kann zu Krankheiten führen, zum Beispiel Migräne, Kopfschmerz, Rückenschmerz etc. Aha. Und Sie können auch Menschen ausmuten, haben Sie mir erzählt. Ich kann Störfelder im Menschen feststellen. Wollen Sie es mal bei mir probieren? Ja. Müssen Sie nur mal hier hinlegen. Gerne. Okay. Okay. Dann legen Sie los. Lieber Hausmeister, liebe Schülerinnen und Schüler, die Schulzeit ist nun vorbei und wir müssen den Schritt ins Leben tun. Die Frage ist nur, in welches? Deutlicher denn je steht die Menschheit am Scheidewege. Der eine führt in die totale Verzweiflung, der andere in die totale Vernichtung. Beten wir zu Gott, dass wir die richtige Wahl treffen. Dem modernen Menschen in der modernen Zeit ist es gelungen, auf den Mond zu gelangen, Computer und Composer zu entwickeln, biogenetische Schlüssel zu dekodieren, H&A-Bomben zu bauen, Käse zu pasteurisieren, Kühlschränke auf und zu machen. Die Frage ist nur, Meier 13, ob Sie damit klarkommen. Sie, der Sie verglichen mit einem japanischen Taschenrechner das Gehirn einer Ameise haben. Und Freund Schmidt, was ist mit Ihnen? Sie laufen die 100 Meter ja immer noch in 40,9 Sekunden. Wenn Sie in CU mitmachen wollen, können Sie jetzt schon loslaufen. Jakubowski. Und was ist in Englisch? Da können Sie auch bei McDonald's gerade einen Hamburger bestellen. Und Burger, Sie Streber, in Deutsch, Sie können doch maximal die Hauptüberschrift der Bildzeitung interpretieren. Was aber ist, so frage ich in dieser Feierstunde, mit Goethe? Was ist, wenn der Computerauszug vom Finanzamt kommt? Dann seht ihr alt aus. Ich fasse zusammen. Ihr seid nichts, ihr habt nichts, ihr könnt nichts. Steh nicht so dumm rum. Schalt mal um. Zwei Passfotos neueren Datum. Wo kriege ich jetzt die Passfotos her? Kinderfotos, Geburtstagsfotos, Hochzeitsfotos, Familienfotos, Scheidungsfotos, Beerdigungsfotos. Dirty Pictures. Ich brauche Passfotos. Oh, von Ihnen, gnädige Frau? Ja. Ja, ich glaube, ich habe etwas Passendes da. Hast du eine Freundin, die Iris heißt? Ja, ich hasse sie. Molly, lass den in Ruhe. Das ist mein Klient. Misch dich da nicht ein. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was hier gleich los ist. Hast du die auf Gomera kennengelernt? Ja, doch. Der Fall ist klar. Da hilft nur noch eins. Dunkelkammertherapie. Dunkelkammertherapie? Hm. Bist du verrückt? Die Dunkelkammer bei den Symptomen. Wie sagt schon mein guter Freund Freud, Kultur, das ist, wie bereits erwähnt. Sag ich doch. Dunkelkammertherapie. Genau bei den Symptomen. Nein, und außerdem sollst du dich nicht immer in meine Sachen einmischen. Glaub es mir. Die Dunkelkammertherapie ist im Moment für uns alle das Beste. Ach, was ist denn das überhaupt? Dunkelkammertherapie. Mich erinnert das an das alte Rein-Raus-Spiel. Ich glaube, da verwechselst du was. Dunkelkammertherapie, das ist das, was Dr. Geißler einen Blackout nennt. Man geht in sich und erst, wenn man da nichts gefunden hat, kommt man wieder heraus. So ein Quatsch! Wir haben überhaupt keine Dunkelkammer! Was haben wir nicht? Verdammt nochmal, wie oft muss ich es noch sagen? Nicht eindrehen, solange die rote Lampe brennt! Ah, bitte! Okay, okay! So, Boris, genug gebastelt! Na?
Bin ich jetzt dran? Mhm. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Termin gemacht. Das macht nichts. Also angefangen hat alles vor circa 2 Jahren. Er hieß Chiriac und ist immer gekommen, um mir beim Tennisspielen zuzuschauen. Das war so ein Typ wie Genghis Khan. So kräftig und mit dem Schnäuzer. Und eines Tages ist er gekommen und hat zu mir gesagt, Boris, ich will dich. Du hast zum letzten Mal gemeckert, du Lügner. Nicht mit dem Messer, nicht wegoperieren. Ich bin ganz normal. Das ist seit Jahren alles erlaubt. Das war ja gar nicht Helmut. Helmut? Wie kommst du denn auf Helmut? Was ist denn hier eigentlich los? Ach, mach dir keine Gedanken. Du weißt doch, du verträgst das nicht, hm? Und jetzt ist sie dran. Hm? Und was ist mit dem da? Dunkelkammertherapie. Das dauert. Mhm. Ja gut, dann wollen wir mal. Ja, also, es war vor 2 Monaten auf der Meere. Hallo, Freunde, Friede, Friede. Jetzt schon im 3. Monat. Es riecht sich das Jahr des Friedens. Frieden überall. Friedliche Landschaften. So schön. Friedliche Dörfer. Friedliche Städte. So schnuckelig. Friedliche Menschen. Putzig. Ich scharf, dieser Friede. Echt scharf. Einfach scharf. So scharf. Scharf, gell? Ist es nicht scharf? Wow. Das Jahr des Friedens am Vollrhein, echt? Und der Krieg, den schießen wir in den Himmel. Zu den Sternen. Wow! Auf geht's! Scheiße. So Mist. Was nun? Wir lassen den Kopf nicht hängen. Die Friedensbewegung marschiert weiter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was tut sich? Hallo, Herr Oberst. Können wir? Ja. Klappe. Frieden, die erste. Na bitte, schießen Sie los. Ja. Also wir von der Bundesfriedenstruppe sind im Jahr des Friedens. Ist was? Ich habe ein Kloß im Hals. Können wir nochmal anfangen? Ein Kloß hat er im Hals, der Herr Oberst. Maske! Ja, mich hat das ja gerade schon gut. Frieden! Die zweite! Asynchron, nochmal! Au! Frieden! Ach, Scheiße. Die siebte! Konzentration, bitte. Ja. Wie war noch die Frage? Na, der Friedensbeitrag der Friedenstruppe zum Friedensjahr. Ah ja, richtig, ja. Also wir von der friedliebenden Bundesfriedenstruppe sind voll drauf auf den Frieden. Im Jahr des Friedens. War es gut so? Klasse, echt scharf war das. Frieden, die achte. Hey, wo schwenkst du denn hin? Geh auf die Uniform. Herr Oberst, bitte.
Also nach der alten Devise, Frieden schaffen mit immer neuen Waffen, haben wir uns von der psychologischen Friedensführung wieder mal was Neues einfallen lassen. Die optische Feindbefriedigung. Nehmen wir mal an, wir haben Feindsicht. Der Feind sieht uns und wir sehen den Feind. Dann Hand aufs Herz, ein einfaches optisches Signal. Ich meine, das versteht doch wohl jeder auf der Welt. Frieden, Frieden. Der Friedenshelm. Sollten wir den Feind aber mal nicht sehen, also keine Feindsicht, dann bedienen wir uns ganz einfach der Macht der Musik. Ein Lied, drei, vier. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Links, links. Ein bisschen Frieden, ein bisschen. Jetzt nehmen wir mal an, es kommt der Ernstfall. Plötzlich ist er da. Plötzlich ist er da. Der Iwan. Also, was tun wir? Zuerst versuchen wir es mal mit der optischen Feindbefriedigung. Keine Reaktion. Also versuchen wir es mit der akustischen Feindbefriedigung. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich. Hey, nimm Nogga? Немного мира. Немного мира, немного солнца. Ja, und schon ist der Feind total überwältigt. Немного солнца, в нашей планете, должны дарить. Немного мира, немного счастья, твоего мира желаю нам всем. Немного мира, надежды людям, что все меньше никогда не проливали. Aber Herr Oberst, warum nur ein bisschen Frieden? Warum nur ein bisschen? Also hören Sie mal, ein bisschen. Ein bisschen Frieden ist doch wirklich genug. Ein bisschen mehr und wir können alle stempeln gehen. Schlussklappe! Die 22. Friedensschluss! Немного солнца на вашей планете, что жизнь дарит нам. Немного мира, немного счастья, тепла и любви я желаю вам всем. Немного мира, немного счастья, надежды людям и слезы никогда не проливали. Немного мира, любви и счастья, немного мира. Totgewalzert. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist wieder der internationale Frühschoppen mit sechs Journalisten Egon. Aus Ländern. Europa, West und Nahost. Wir haben noch fünf Minuten. Tourismus auf Helmut, den habe ich ja total vergessen. Kann ich wieder raus? Was ist jetzt? Augenblick noch. Und egal, was ich auch mache, sie funkt mir immer dazwischen. Und tut so, als wüsste sie alles besser als ich. Ätzend, genau wie Helmut. Ich kann dich ja so gut verstehen. Ich dich auch. Und ich sage dir, da hilft nur eins.
Frischlufttherapie. Einmal Gehirn durchlüften. Also raus und drei Runden um den Block. Siehst du, das meine ich. So ist sie immer. Immer. Hey, 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 hey! Molly, jetzt hör mir mal genau zu. Diese Therapie hier ist mein Job und ich dulde es nicht länger, wenn du immer so tust, als wüsstest du besser als ich, was getan werden muss. Ich tu nicht so, ich weiß es besser. Und weißt du, was mir tierisch auf den Keks geht? Dass ich mich immer um alles kümmern muss. Kümmern? Mhm. Einmischen tust du dich immer in alles. Einmischen? Ich versuche doch nur die Katastrophen abzuwenden, die du eintütest, weil du nie durchblickst. Ohne mich säßest du doch schon längst in einem Zimmer ohne Türklinke und mit Gummi an den Wänden. Ich und nicht durchblicken? Ja. Das wüsste ich aber. Wenn ich mal was nicht verstehe, dann doch... Entschuldigung. Dann doch nur, weil du mich immer schwindelig quatschst. Ich kann doch gut ohne dich leben. Tja, das wirst du von jetzt ab auch müssen. Ich pack jetzt nämlich meinen Koffer und gehe. Hey, das sind beide Koffer! Danke, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Genauso bescheuert sind Helmut und ich auch immer. Absolut lächerlich. Das ist ja eine tierisch gute Therapiemethode. Wie heißt denn die? Nein, warte mal, das ist... Rollenspieltherapie? Nein. Die passt zu dir. Die weiß ja auch nicht, wo die Glocken hängen. Aber du... Von wegen und ob. Frau Doktor! Danke! Die Dunkelkammertherapie ist echt das Größte. Ach, ja! Ich habe ein Blackout gehabt. So. Sogar die Stimme von Iris habe ich gehört. Sie liebt mich! Gratuliere. Da fällt mir ein guter Witz ein. Kommt ein Skelett zum Zahnarzt, der sieht sich die Zähne an, fragt das Skelett, na, wie sieht's denn aus? Sagt der Zahnarzt, oh, die Zähne sind in Ordnung. Aber das Zahnfleisch... Oh. Mit meinem Koffer? Genau. Wenn hier jemand geht, dann ich. Du stopfst hier die ganze Wohnung voll mit irgendwelchem Kram, schleppst diesen Schallschrank von deiner Oma an und machst dann die Fliege. Das könnte dir so passen. Ich stopf die Bude voll, ja? Wer braucht denn den ganzen Rödel für seine angeblichen Geschäfte? Und wer macht hier eine Million nach der anderen? Das wüsste ich aber. So, jetzt gib diesen Koffer her. Ich gehe. Nein, ich gehe. Ich glaube, die streiten sich wirklich. Jetzt müssen wir die therapieren. Ja, ich weiß auch schon wie. Ich auch, mit der Rollenspieltherapie. Rollenspieltherapie? Du hast ja echt den Schuss nicht gehört. Dunkelkammertherapie. Das Einzige, was hilft... Darf ich mal... Entschuldigung. Ist die Dunkelkammer! Jetzt ist es aber gut! Guck auf die Lampe, Mann! Sag ich doch, du Klugscheißer! Rollenspieltherapie! Du hast doch echt nicht geschenkt, wo ihr die Wurst bläst! Rollenspieltherapie? Können wir ja wohl genauso gut hier bleiben. Molly.